Willkommen zu einem neuen Taktikvideo auf meinem Kanal. Und heute schauen wir uns Juventus Turin an. Also, zuerst einmal die Formation. Da habe ich mich für das 4-2-3-1 entschieden. Auch wieder kompakt. Eine meiner absoluten Lieblingsformationen dieses Jahr. Dann im Tor Chesney oder wie auch immer man den ausspricht. Der kriegt den Vorzug vor Perin. Auf der rechten Seite Cancelo gesetzt. Ja, der ist auch besser als De Ciglio. Bonucci und Chiellini bilden die Innenverteidigung. Alexandro auf links. Und dann auf der Doppel-6 einmal Pjanic und einmal Matuidi. Und also Pjanic, finde ich, von beiden ist gesetzt. Weil auf der Doppel-6 braucht man halt immer einen Abräumer und einen, der das Spiel auch nach vorne ein bisschen eröffnen könnte. In der Rolle sehe ich halt Pjanic aufgrund seines überragenden Passspiels. Und Matuidi sehe ich halt eher hier als den Abräumer, der die Zweikämpfe gewinnt und eher so den defensiveren Part übernimmt. Dann auf der 10 Dybala, der auch ohne Probleme auf dem Flügel oder im Sturm spielen könnte. Aber bei der Konkurrenz, die er hat, würde ich ihn eher auf der 10 einsetzen. Dann die Flügel mit Cuadrado und Costa. Beide natürlich sehr schnell, auch ich bin jetzt nicht sicher, aber ich glaube 5-Sterne-Skills haben beide auch. Ja. Was ein bisschen schlecht ist, ist der schwache Fuß, nur mit 3 Sternen. Also natürlich hat Juventus auch jetzt nicht so die Alternativen. Und auch Bernadeschi hat auch nur 3 Sterne schwacher Fuß. Also auch am Flügel würde ich eher Leute mit mehr schwachem Fuß empfehlen. Vor allem in der Formation, da die auch sehr oft zu Schussmöglichkeiten kommen. Aber gut, Juventus hat da jetzt niemand anders. Vorne natürlich Cristiano Ronaldo ist gesetzt. Der ja, könnte auch auf links spielen oder auf Flügel generell. Eventuell auch auf der 10, aber der ist da einfach überall verschenkt. Ronaldo ganz vorne mit den Schusswerten, die er hat, ist eine Waffe vorne drin. Also der ist auch ein wirklicher Unterschiedsspieler. Wenn man jetzt mit Juventus zum Beispiel in Online-Saison spielt, da ist Ronaldo natürlich schon der Spieler, der dann den Unterschied macht, wenn man da gegen Teams wie, was weiß ich, Inter, AC Mailand oder United spielt. Wenn man gegen so etwas schwächere Teams spielt, hat man natürlich mit Ronaldo einen sehr starken Vorteil. Dann Taktik, da ist es einfach das Standardmäßige, für was ich für 4-2-3-1 immer eingestellt habe. Also nichts Besonderes. Dann, also die Außenverteidiger auch hier hinten bleiben bei Angriffen. Das ist, also hier passt das auch sehr gut, weil Cancelo könnte zwar auch im rechten Mittelfeld spielen, aber das sind eher so defensiv stärkere Verteidiger. Das sind jetzt nicht so die, die in der Offensive da viel machen. Natürlich die Innenverteidiger auch. Die sind auch schon ein bisschen älter und nicht mehr die schnellsten, deswegen sollen die sich jetzt auch erst recht nicht so viel bewegen. Dann natürlich die Sechser, auch wieder die standardmäßigen Einstellungen. Wobei man natürlich, wie ich gesagt habe, hier bei Pjanic sich überlegen könnte, ob er nicht auch ein bisschen mit nach vorne gehen sollte, um auch ein bisschen in der Offensive mitzuwirken. Aber standardmäßig würde ich ihn jetzt auch zusammen mit Matuidi hinten lassen. Dann die Zehner haben natürlich alle Freiheiten, sollen auch untereinander die Positionen wechseln. Und die sind ja auch sehr flexibel, die Spieler, vor allem ein Dybala. Der kann auch mal über links oder über rechts kommen und dafür dann einen der anderen beiden in die Mitte schicken. Und Ronaldo, der soll natürlich vorne die Abwehr überlaufen. Der soll hinter die Abwehrkette kommen, dann gefüttert werden und dann die entscheidenden Tore machen. Das war's dann auch hier mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.